Hi. Die Tante. Der Onkel. Ja, schön. Der Onkel Frank. Hallo. Ja, die Tante Claudia. Grüß dich. Der Bruder Marco. Marco, freut mich sehr. Hallo. Sven, der Schwiegersohn. Der Schwiegersohn, Sven. Hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja. Wichtig wäre für mich jetzt mal, was ist eure Aufgabe hier? Also ich bin der Koch, in Anführungsstrichen, sagen wir es mal so. Mhm. Was machst du? Ja, also eigentlich bin ich mehr oder weniger die moralische Unterstützung, muss ich immer dabei sagen. Aha. Eben halt, wenn sie was mit kalten Platten macht oder so, klar, dann helfe ich ihr, weil ich selber auch noch berufstätig bin. Ja, und was machst du berufstätig? Einzelhandel. Mhm. Und du? Ich bin zuständig für den Thekenbereich. Ah, der Barkeeper. Richtig, yeah. Und dein Mann? Der kommt gleich. Gut, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Kennt ihr die Sendung? Ja. Wisst ihr, was jetzt kommt, ne? Ja. Was kommt jetzt? Jetzt kommen die Testesser. Aha. Wie viel? In 2 Stunden. Meistens 20 Leute. Meistens 20 Leute. Gut. Und wie viel Zeit? 2 Stunden. Gut. Aber kann ich jetzt hier auch mal bei mir mal Aushilfe machen, oder? So. Aber ihr habt keine 2 Stunden, sondern 1,5. 20 Personen à la carte. Ich will euch sehen. Ich will sehen, wie das funktionieren soll. Na, was bist du vom Beruf? Eigentlich Fensterbauer. Fensterbauer. Richtig. Und du? Trockenbauer. Trockenbauer, Fensterbauer, Einzelhandel, Ausbildung. Ergotherapeutin. Ha? Ergotherapeutin. Alles vertreten. Mutter von 8 Kindern. So, zeigt mir, was ihr könnt, okay? Los geht's. Um reale Bedingungen zu schaffen, erwartet der Sternekoch für das Testessen kein festgelegtes Menü, sondern à la carte. Irgendwie auch schön zu sehen, wie so ein Familienzusammenhalt da ist, ne? Und dass doch dann wirklich alle da sind, weil die Familie eben die Familie ist. Also wir hatten schon des Öfteren größere Tische, 20 Personen, 15 Personen, 12 Personen. Ich denke, das wird kein Problem werden. Zuversichtlich macht sich die Familienbande ans Werk. Dabei ist ihnen eines immer bewusst. Wir sind alle keine gelernten Köche und wir geben unser Bestes, dass es dem Kunden auch schmeckt. Aber wir haben auch schon viel Kritik bekommen, halt ganz am Anfang, wo wir den Laden aufgemacht haben, weil das Hackfleisch nicht vernünftig durch oder Pommes waren nicht vernünftig durch oder zu viel gesalzen oder zu viel Gewürz. Essen vertauscht, ist schon die komplette Palette hier gewesen. Ja, für heute Abend ist ja à la carte angesagt. Ja, jetzt bereiten wir Gehacktes und Gyros soweit vor, dass, wenn die Leute dann kommen, dass es dann alles soweit vorbereitet ist, dass wir es dann eben auch fertig machen können. Nadines Bruder Marco kümmert sich um den Thekenbereich und Tochter Michelle um den Gastraum. Ich fühle mich gerade so ein bisschen aufgeregt, so ein bisschen auch so ein bisschen gestresst. Ja, aber ich hoffe, dass alles gut geht. Wer macht jetzt hier was? Ich mache Metaxa-Soße. Metaxa-Soße? Ja. Milch rein, Metaxa. Mhm. Salz. Dann kommt ein bisschen Pfeffer, Paprika und Cayenne-Pfeffer. Mhm. Und das war's dann? Ja. Und was machst du jetzt hier? Ich hole jetzt, also ich wollte eigentlich gleich den Gyros aufspießen. Den Gyros aufspießen? Den Gyros aufspießen, ja. Aber da habe ich noch so meine Schwierigkeiten mit. Ach, du spießt den selber auf? Ich wollte ich eigentlich, du? Aber also halt doppelt, ne? Wird doppelt aufgespießt und dann wieder ganz einfach normal aufgespießt halt. Und dann kommt er dann an unsere Gyrosmaschine. Und anschließend wandert der Spieß nahezu unangetastet in den Müll. Das hier, das sind ja mal ganz locker 5 Kilo Fleisch. Ja. 6 Kilo. Wenn keine Gäste da sind, muss ich es wegschmeißen. Hallo. Houston, das kannst du ja heute gar nicht mehr erwirtschaften, was du Lebensmittel von gestern wegschmeißt. Natürlich tut es weh, weil es kostet ja auch enorm Geld. Wenn ich da jeden Tag oder jeden zweiten Tag enorm viel Fleisch wegschmeißen muss, also es ist ja nicht nur das Fleisch, es sind ja natürlich auch andere Sachen, so wie Salate. Was dann ja natürlich auch frisch wieder gemacht werden muss. Da bist du nochmal vom Beruf Trockenbauer? Nee, Fensterbauer. Fensterbauer. Ja. Schmeißt ihr auch eure Fenster mal weg vom Vordach und baut dann wieder am nächsten Tag neue ein? Nee. Warum nicht? Nee, weil wir es nicht können, das kostet zu viel Geld. Das kostet zu viel Geld. Und was ist, wenn 5 Kilo Gyros weggeschmissen wird? Ja, das ist auch zu viel Geld. Da braucht man kein Koch sein, um das zu wissen, oder? Nee, das stimmt. Sehr stimmt. Das stimmt. Ja.
geil doch noch, oder? Hallo Mama. Sohn Patrick hilft heute ebenfalls in der Küche. Hallo, aber warum? Moin! Moin! Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Von der Arbeit. Komm mal rum hier. Hab ich gerade aus dem Müll geholt. 5 Kilo Gyros weggeschmissen. Ja. Wer bist du vom Beruf? Ich, Maler und Lackierer. Maler und Lackierer. Schmeißt du die Gelernter Maler und Lackierer. Schmeißt du die Farbe vom Vortag auch immer weg? Nein. Wie heißt du nochmal? Patrick. Patrick. Was machst du hier in dem Laden? Auch in der Küche. Auch Helfen. Küche? Helfen. Und was machst du hier in der Küche? Ich bin meistens da vorne am Grill mit. Oder dann oder nicht Pizza. Ja. Oder ah, Pizza also, auch so? Ja. Macht ihr Pizzateig selbst? Ja. Macht ihr auch selbst? Ja. Ehrlich? Ja. Alter Schwede, was macht ihr denn alles? Von so viel Handarbeit ist selbst der Sternekoch beeindruckt. Doch das bedeutet auch Gas geben. Denn für das à la carte Testessen gilt es, Gerichte aus 4 verschiedenen Nationen vorzubereiten. Wie seid ihr eigentlich zu dieser kulinarischen Idee gekommen? Gyros, Pizza, Burger, Schnitzel. Was ist das für eine kulinarische Idee? Also das Griechische, das kommt eben durch meinen Vermieter. Aber wer betreibt denn den Laden? Du oder der griechische Vermieter? Ich. Ja, ich habe mich belabern lassen von ihm. Dann tust du doch runter. Ja. Man wollte halt eben von jedem ein bisschen was haben, um den Leuten ein bisschen was zu bieten. Aber es ist einfach zu viel fertig, einfach zu viel. Auch was man an Frischwaren haben muss. Du kannst ja nicht alles TK-Ware nehmen, das funktioniert nicht. Hi. Hallo, ich bin der René. Ich bin der Frank. Ja, ich bin der Mann von der Nadine. Ja, kommst du gerade von der Arbeit? Ich komme jetzt von der Arbeit. Das ist natürlich ein mega Engagement, ne? Ja, das ist also Wochenende, Woche ist lang. Das ist eigentlich ihr Traum, aber ich habe auch gesagt, ich stehe hinter ihr, ich helfe ihr. Und weil es ja eh nicht einfach ist, auch so wegen Personal oder man muss ja erstmal diese Anfangsphase, dass man da erstmal durchkommt und dass das eigentlich irgendwie am Laufen kommt. Wie viel muss die Familie eigentlich dafür verzichten? Leben, an Lebensqualität, ja, auf jeden Fall. Freizeit? Freizeit. Freizeit. Und das auch jetzt. Auch finanziell ist das auch anstrengend. Das ist auch nur, warum? Ja, weil es eigentlich vom Umsatz nicht so her ist, wie es sein sollte. Wir haben schon Umsatz, aber es ist nicht so, dass rundherum alles bezahlt wird. Das geht gerade so noch und es bleibt auch nichts über. Ne? Aber du bist Elektriker vom Beruf? Nee, ich bin Kfz-Mechaniker. Okay, Kfz-Mechaniker. Ja. Ihr mutet euch viel zu ohne Ausbildung. Ne? Also, dass sie Nadine ein eigenes Restaurant haben wollte, war ich eigentlich zum Anfang nicht so sehr begeistert. Ich habe aber trotzdem erst gesagt, ich helfe ihr, ich stehe hinter ihr und dann ziehen wir es gemeinsam durch. So groß wie der Familienzusammenhalt ist auch der Hunger der Testesser. Der erste Eindruck ist eher speziell. Nach dem Restaurant, finde ich, sieht es nicht aus, nein. Jetzt heißt es wenigstens, kulinarisch Punkte zu sammeln. Also, Testesser sind da. Wir haben alle Hunger, die sehen alle gut aus. Und machen wir das. Bestellung aufnehmen und dann geht's los. Bruder Marco wird im Getränkeservice von Nadines Schwiegertochter Svenja unterstützt. Die Testesser durchforsten bereits das bunte Speisenangebot. Die Speisekarte ist. Ja, viel. Ich finde den Ländermix jetzt nicht so wirklich gut. Hätte es lieber, wenn man sich auf ein Land spezialisieren würde. Und wie kommt das Ambiente an? Ich habe eher ein Imbiss-Feeling als ein Restaurant-Feeling, würde ich sagen. Erinnert mich eher an Fasching. Also sehr einladend ist das nicht, wenn ich ehrlich bin. Bislang sind die Testesser wenig begeistert. Jetzt muss der Familienbetrieb mit seinem Essen überzeugen. 32, was kommt denn als Beilage dazu? Strukturiert und charmant schmeißen Svenja und Michelle den Service. Und wie sieht's in der Küche aus? Okay, wer macht denn eigentlich jetzt was? Gibt's hier eine Aufgabenverteilung?
Ihr seid 5 Leute. Wer ist für was verantwortlich? Ja. Also ihr beide passt auf, dass die Spülmaschine nicht geklaut wird. Genau. So, das steht schon mal fest. Und du? Ich, wir gucken gleich alle zusammen, was wir brauchen, also was gemacht werden muss. Hier gibt es eine Aufgabenverteilung? Also Papa ist meistens hier bei der Pizza, macht Pizza. Meine Frau und so macht dann meist dann vorne da die Hamburger, also macht die Hamburgerbrötchen fertig, kriegt dann das Fleisch rüber, macht die Hamburger fertig und die Baguette und so die Salate, meist da vorne in dem Bereich. Während Tante Claudia und Mama Nadine souverän agieren, wirft der erste Bestellzettel bei den Herren der Belegschaft Fragen auf. Also vorweg gibt es 2x Saganaki-Teller. Nee, vorweg steht da nicht. Vorweg. Was? 2:30 geht schon mal. Wieso nicht? Ah, ich guck auch gerade, was 2:30 ist. Ja, die sollten doch wissen, dass das nicht drauf ist. Das Lamm nicht drauf ist. Das wissen die schon seit Ewigkeit. Das ist ja nicht hart. Wird die nicht geändert. Nee, die haben eigentlich gewusst, dass sie schon seit ein halbes Jahr gar keinen Lamm mehr drin haben an der Karte. Jetzt heißt es schleunigst, Schadensbegrenzung bei den Gästen zu leisten. 32 Slumkotler, das haben wir leider nicht mehr. 32 ist nicht mehr da. Nee, tut mir echt leid. Dann müssen wir doch vielleicht noch einmal die Karte haben. Ja, ich habe Ihnen eine mitgebracht. Soll ich Ihnen noch eine zweite bringen? Wir hatten ja die 32 bestellt, das ist Lammkotelett und das haben wir schon seit längerem auch gar nicht mehr. Aber das haben wir in der Karte noch nicht geändert. Lammkotelett, denke ich, ist schon was Besonderes, hebt sich von den anderen Gerichten etwas ab. Und gerade das war nicht da. Und wieder ein Minuspunkt. Was ist das jetzt? Das Pizzabrot ist das. Das geht. Das kommt in eine Fritteuse einmal und dann in den Backofen. Das geht auch. In eine Fritteuse? Das kann ich dir ja gleich einmal zeigen. Ja, zeig mal. Kommt das auf Blech und dann einmal in den Pizzaofen rein. Oh, der Eiermann ist da. Hat einer geklingelt. Hier geht was raus, Salate. Voller Elan serviert Michelle die kalte Vorspeise. Einmal. Schön. Dankeschön. Am Nachbartisch gibt es einen Mix aus griechischen Kleinigkeiten. Erstes Fazit. Ich bin mal gespannt, wie der Grillteller ausfällt. Also, dass man hier nicht satt wird, kann man nicht sagen. Üppig geht es weiter mit dem Hauptgericht. Dabei sind die Vorspeisenteller noch voll. Wer bekommt die 43? 43 war das die Mesesplatte. Ja, die kriege ich. Wir sind noch gar nicht fertig mit. Wie soll das denn gehen? Ja, Vorspeisen, das ist viel müssen. Das ist aber ungünstig. Ja. Soll ich das nochmal mitnehmen? Zu ja, wir sind ja noch gar nicht fertig. Das dauert ja noch einen Moment, ne? Unangetastet geht die Hauptspeise zurück. Das Timing hat nicht gestimmt. Und auch in der Küche hat René die Zeit vollkommen vergessen. Da müssen wir neu haben. Das war das Brot. Vergessen. Die haben die Vorspeisen noch und die möchten das noch nicht. Weil die ja noch bei den Vorspeisen reisen. Ja, aber da muss ich mal die Leute hier in Schutz nehmen. Hier. Wo steht da Vorspeise drauf? Vorweg steht da drauf. Wo? Bei mir. Gucken Sie mal. Vorweg? Willst du mich flachsen oder was? Das ist vorweg. Da denke ich mir, da kommt eine Pizza vorweg oder was? Da schreibt man Vorspeise und dann schreibt man, was als Vorspeise geht. Und dann schreibt man Hauptgang und dann schreibt man, was als Hauptgang geht. Okay. Hat euch das noch nie einer gesagt? Ja, wir sind alle ein bisschen down gerade, weil einiges schon schiefgegangen ist. Ich bin davon ausgegangen, dass das alles gleichzeitig raus muss. Ich habe extra gesagt, das ist bestimmt vorweg. Ja. Aber darauf wird nicht gehört. Also das, was ich sage, wird nicht drauf gehört. Und das Chaos nimmt weiter seinen Lauf. 39. 39 ist also überbacken mit Weiß. Ein Grillteller. Einmal die 43. Die Vor- und Hauptgerichte können nicht mehr zugeordnet werden. Das Todesurteil für den reibungslosen Ablauf eines Testessens. In der Küche ist gerade irgendwie ein wirres Hin und Her.
Du siehst ein bisschen deprimiert aus. Ja, ein bisschen, ja. Verläuft nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. So wie es sonst eigentlich immer in der Küche läuft. Was mit dem Hacksteak hier? Ja, ist zu dick. Ist zu dick? Ist zu dick, ja. Ist vor Brandenburg danach. Ja, und vor allem nicht durch. Auch die Qualität der Gerichte stimmt nicht. Die Stimmung kippt. Ja, mein Kragen steht auch so nicht. Derweil verbrennt im Ofen das nächste Gericht. Keiner weiß, was der andere macht irgendwie. Also zurzeit klappt irgendwie gar nichts. Ja. So, das will ja keiner haben. Dann werde ich mich daran laben. So, ich habe ja mal im Bauernhof gelernt, ne? So. Steck. Ja, in der Küche ist ein bisschen durcheinander, dann kommt die Vorspeisen fast nach dem Hauptgang, sage ich mal so. Vielleicht liegt das auch ein bisschen an uns, weil wir das falsch aufschreiben. Aber ich weiß es auch nicht so genau. Wo kann ich denn hier mal probieren? Erst vorbereitet? So, das Grundsätzliche hier. Das ist vegetarisch. Das ist Bifteki mit Gyros, Pommes, hier so ein Paprikareis. Und das ist Tzatziki. Ja. So, mal gucken. Krautsalat. Schmeckt selbst gemacht. Das ist gebacken und die rohen Zwiebeln. Das ist so. Und das ist auch. Das ist noch roh. Das ist noch alles roh. Dann haben wir hier diesen Feta-Käse. Boah, das riecht, ne? Ich kann halt echt nicht riechen. So, machen wir den nächsten. Dann haben wir hier jetzt dieses Bifteki. Das haben die Jungs ja gerade gemacht. Das ist also diese Hackmasse. Irgendwie speziell gewürzt. Furztrocken. Das ist irgendwie Schweinefleisch. Furztrocken. Furztrocken. Kurzum, das ist Essen, was zerstört wurde. Zubereitet von Menschen, die gar nichts dafür können, weil sie es nämlich nicht können. Gastronomisch eine Katastrophe, menschlich eine Tragödie. Ich sag da nichts mehr zu. Und hier nur das gebackene mäßige Hacksteak und einmal die 33. Ja, ja, also. Alter. Das ist schwarz, das kannst du wegschmeißen. Nee, das kannst du nicht mehr nehmen. Ja. Was hier mit den anderen, mit den Bürger? Was? Was mit deinen Bürger? Was soll ich machen? Ja, den wollt ihr doch machen erst. Nee, erst das andere. Hat sie doch gesagt. Ja, dann musst du da draus rausnehmen. Die hast du gesagt, hast du schwarz. Ja, aber was soll ich machen? Das ist so ein Abend, wo ich sage, geht nicht mehr, kein Bock mehr. Ja, keiner sagt mir was und ihr lest doch euren Scheißlappen. Es wird auf dem Bestellzettel geschaut und es wird nichts weitergegeben. Was ist das jetzt? Das ist für hier. Sag ihm das. Vernünftig jetzt. Das hat mich ein bisschen sauer gemacht, dass man halt nicht vernünftig sagen kann, was Sache ist. Erstmal, ja, machst du erstmal deinen Tiki, lieg das so ab. Lieg das ab und ich mach jetzt schon mal Burger. Scheiße. Absolut beschissen. Klar, brennt dann immer mal was. Kann mal passieren, dass was anbrennt, aber heute war 100 Baustellen auf einmal und weiß nicht, ging heute gar nichts. Ich hab gesagt, wir müssen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Ich war echt kurz davor, wirklich das Handtuch zu schmeißen. Also, das wurde mir echt zu viel heute. Das geht so nicht. So läuft es sonst ja auch nicht. Sonst wissen wir auch, was wir machen müssen. Was ist mit dem Fleisch hier? Ja, das hatten wir für die nächste Bestellung schon fertig gemacht. Das heißt, es ist über, oder was? Nee. Ja, könnt ihr das noch gebrauchen?
Sven, was mit dem Fleisch hier? Warte. Ja, das Fleisch hätte man noch nutzen können, aber man hat es in den Ofen gepackt und jetzt sieht es dementsprechend so aus. Total verbrannt. Also ich bin der Meinung, dass man das nicht mehr benutzen kann. So war es noch nie, dass das so ein Chaos ist. Ja. Scheiße einfach. Einfach scheiße. Schwiegertochter Svenja nimmt sich den desaströsen Verlauf des Testessens besonders zu Herzen. Dieses Angegreifen und sowas, es war einfach nur oberpeinlich für sie. Und das hat sie wirklich dem Boden unter die Füße geklaut, muss man ehrlich sagen. Und es tut einem in der Seele weh, das zu sehen, wie sie leidet in dem Augenblick. Doch nicht nur Svenja leidet. Alle Familienmitglieder leiden unter dem Misserfolg. So, alle mal zu mir. Damit die Situation nicht noch weiter eskaliert, trifft der Sternekoch eine Entscheidung. Ich werde dieses Testessen jetzt abbrechen. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht möchte, dass hier gleich der große Streit ausbricht. Ich merke, hier ist dicke Luft. Das geht euch allen an die Nieren. Und ich glaube auch, dass wir hier auch keinen Beweis brauchen von Dritten, dass es nicht läuft. Ich glaube, das ist vielleicht ganz gut so, dass abgebrochen wurde, weil sonst wäre es, denke ich, eskaliert. Geht dir das nahe? Komm zu mir. Was geht dir nahe? Ist das so viel für dich? Genau das ist das, was ich sage. Das möchte ich hier nicht. Ich möchte das, was in eurer Familie oder was eure Familie stark macht und was euch bedeutet, das muss auch bleiben. Und das muss erhalten werden. Und das, was hier ist, das darf euch nicht zerrütten. Als Gruppe, als Familie, aber auch nicht einzeln. Wir machen jetzt hier klar Schiff und wir sehen uns morgen und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Von Frank die Entscheidung, das Testessen abzubrechen, war vollkommen in Ordnung und richtig, weil es so sowieso nichts mehr geworden wäre. Ich denke mal nicht, dass der Abend jetzt noch vernünftig gelaufen wäre. So. Ja, es geht nicht anders. Also ich will nicht, dass die Family sich jetzt herauft und liebe Testesser, ich habe etwas gemacht, was kaum oder selten oder fast nie vorkommt bei Rosins Restaurants. Aber ich habe es gemacht, weil ich es für richtig halte. Ich habe das Testessen jetzt abgebrochen. Also die nichts bekommen haben, die bekommen auch leider nichts mehr. Euer Job ist, mit mir zusammen herauszufinden, in welchem Dilemma diese Familie steckt. Weitestgehend offensichtlich, möchte darauf aber nicht weiter eingehen. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr bis jetzt und heute hier wart. Ich werde euch jetzt die Karten geben. Ich weiß nicht, gib's mir mal ruhig bitte. Trotz des Abbruchs dürfen die Testesser ihre Bewertung abgeben. Sie können Punkte von 0 bis 10 in den Kategorien Vor-, Haupt- und Nachspeise, Ambiente und Service vergeben. Wer kein Essen bekommen hat, bewertet entsprechend mit 0 Punkten. Dass das Kochen nicht geklappt hat, das haben wir alle gesehen. Aber deshalb würde ich nie einen Fall abbrechen. Ich habe das hier abgebrochen, damit ich diesen Familienverbund nicht zerstöre. Dass sie sich nicht zerreiben und zerstreiten, weil sie können ja nichts dafür. Weil sie können den Job ja nicht. Jetzt ruhen wir jetzt mal alle schön aus und morgen fangen wir an zu arbeiten.